krieg's mit einer Hand nicht auf. Scheiße, ein Daumen. Okay, und jetzt. Grüßt euch, ihr habt es ja gerade schon gesehen, wir haben eine Tür eingeladen, das ist nämlich die Tür vom Leuchtturm und hier steht auch schon der Anhänger, der den Leuchtturm dann zum See befördern wird und das ist das Leuchtturm oder der Leuchtturm, da steht er. Wenn du wissen möchtest, wie wir den gebaut haben, dann check doch einfach mal die Videobeschreibung, dort findest du eine Playlist, wie wir den Leuchtturm gebaut haben. Ist so Bauart-Style wie vom Gartenhäuschen. Und heute geht es darum, wie wir diesen Leuchtturm zum See bringen. Wir werden das Ganze gleich abbauen, auf dem Trailer packen und dann geht es von hier aus ungefähr 10 Kilometer zum See und dann bringen wir das Ganze hoch in 4 Meter Höhe, bauen uns auf und so weiter und so fort. Wird sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Lasst ein Like da und auf jeden Fall einen Kommentar. Den Sanikasten haben wir schon verladen extra. Warum nicht flach, flach? Weil da oben haben wir Verbinder wieder. Das war schon die Verladung, das Ganze nochmal ordentlich festgezurrt mit den Spanngurten. Die kommen euch vielleicht bekannt vor, die habe ich im Sonderrestposten Baumarkt, so hieß er glaube ich, gekauft für 30 Euro. Ja, Ladungssicherheit ist wirklich das A und O. Und Christoph hat das Ganze nochmal geprüft und dann ging es auch auf die Baustelle. 3 Monate zuvor, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber da sah das Ganze so aus. Gib mir die Tasche. Oh Gott. Lächel mal. Ach du Scheiße. Und ich dachte, mich trifft der Schlag, wo ich oben die Fläche gesehen habe. Aber wir haben das Ganze angegangen und heute sieht das Ganze so aus. An der Baustelle angekommen, haben wir das Ganze auch fix abgeladen. Und wie ihr sehen könnt, kann man solche Elemente problemlos zu dritt bzw. zu zweit auch tragen. Also das Ganze an sich ist nicht wirklich schwer. Und ich hatte euch ja im letzten Video gefragt gehabt, also das war offen die Frage, ob wir das Ganze beplanken oder nicht. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil ich wollte A, die Fassade nicht versauen, wenn wir das ganze Ding jetzt hochziehen und B, war es mir wirklich zu gefährlich, wenn man jetzt berechnet, der Wind, der dagegen drückt, ist da schon ordentlich Druck oder Windlast drauf und das wollte ich nicht riskieren. Der Plan ist jetzt, dass wir das Ganze mit 4 Leuten da hochziehen, beziehungsweise mit 5, nachher kommt noch jemand vorbei, der ein bisschen hilft und wir haben jetzt diese Bänder hier verwendet. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, ich nenne sie jetzt einfach mal Bänder, die haben eine Zugkraft von 200 Kilo oder 2000 Kilo, also 2 Tonnen. Und damit haben wir den hochgezogen und dann ist ein Mann hinterhergegangen und hat uns geholfen, das Ganze da oben zu rangieren. In dem Fall ist Ronny unten geblieben und hier könnt ihr das Ganze nochmal sehen. Ja, und ein Element steht schon dort, das haben wir an der Brüstung dann befestigt. Und ich kann euch sagen, ja, ich hatte so ein bisschen die Hosen voll, weil an dem Tag war es schon so ein bisschen windig. Und ja, mir lag es wirklich sehr am Herzen, dass sich keiner bei der Aktion verletzt. Ich habe es ganz, ganz oft betont,
dass, wenn was sein sollte, lasst das Element fallen, lasst das Werkzeug fallen. Scheißegal, kann man ersetzen, euch aber nicht. Mir war es wirklich sehr, sehr wichtig. Und ja, demnach haben wir auch gearbeitet, beziehungsweise ich habe es versucht, mich irgendwie so durchzusetzen. Dann haben wir alles Stück für Stück wie ein Puzzleteil hingestellt. Und ich muss sagen, das hat eigentlich ganz, ganz gut funktioniert. Und ihr könnt es ja mal in die Kommentare da lassen. Hätten wir das Ganze beplankt, wäre das auch so einfach abgelaufen mit vier Leuten? Na, ich bin mir unsicher. Ich bin auch ganz froh, dass ich den Weg hier eingeschlagen habe. Denn ihr seht jetzt hier nochmal einen vierten Mann oder fünften Mann und der war auch nötig. Oh! Nicht, dass das jetzt auf euch rüberkippt. Oh! Matthias, lass mal, Matthias, schaffst du? Ja, hab ich. Oh, alter Jungs. Oh Gott. Sebastian, reißt dir nicht ein? Na, aber wenn was passiert, dann passiert. Ach, wir passieren doch nicht. Wir sind alles da vorne, das müssen wir nicht filmen. Wo willst du hin? Flach. Flach. Besten hinlegen. Ja. Nicht hoch. So, jetzt stellen wir ab. Dann haben wir die Kristalle ab. Bonnie? Ihr habt es ja gerade eben gehört. Sebastian, scheiß dir nicht ein. So, jetzt will ich mal von euch wissen, habe ich mich eingeschissen, habe ich mich angestellt oder war das alles berechtigt? Ihr könnt jetzt sehen, das letzte Baustück oder Puzzleteil setzen wir rein und dann habe ich das Ganze mit Schraubzwing fixiert. Ging an diesem Tag sehr, sehr schnell, bevor ich da irgendwie Schrauben einfädel. Der ganze Turm oder die Holzrahmenbauweise war noch nicht ausgerichtet und ich dachte mir, an jeder Ecke zwei kräftige Schraubzwing von Wolfkraft. Das hält schon, ne? Wolfkraft hat mir schon ganz oft den A gerettet. Und genau, da habe ich das Ganze auch so stehen gelassen. Und ja, ich habe mir gedacht, wir sind hier auf YouTube, wir bauen so ein kleines Häuschen hier und wir wollen ja Glück über die gesamte Sache hier bringen. Und ja, da fehlt ein Richtbaum oder ein Richtbaum gehört dazu. Wir haben ein kleines Bäumchen geschlagen und ein paar bunte Bändchen aus der Geschenkebox rausgeholt und angebunden und das Ganze festgeschraubt. Und ihr seht es jetzt schon, ich bin wirklich zögerlich da hochgegangen, weil ich habe wirklich Respekt vor der Höhe. Ich finde, oder ich persönlich muss mich so ein bisschen dran gewöhnen und dann geht es auch. Aber da hatte ich wirklich weiche Knie und habe es irgendwie gerade so hinbekommen, das ganze Ding da oben zu befestigen. Und was gehört zu einem Richtbaum? Ja, ein kleines Richtfest und natürlich der passende Richtspruch. Und das war nicht so einfach. Ich muss zugeben, das war mein erster. Wir feiern heute, das ist klar. Das Haus steht fest. Wunderbar. Okay, wie hast du an? Wir feiern heute wunderbar, der Leuchtturm steht fest, das ist wunderbar. All Glück, ich weiß nicht, die Feierstunde hat geschlagen, es ruhe die geübte Hand. Nach harter, arbeitsreichen Tagen grüßt stolz der Richtbaum nun ins Land. Und stolz und froh ist jeder heute, der tüchtig mit am Werk gebaut. Es waren wackere Handwerksleute fest ihre da sind sie vertraut. Warte? So. Die Handwerksleute. Bitte? Und? Mach mal eine Aufnahme. Nicht gleich blutig. Oh, Scheiße. Gab es einen lauten Knall und ja, Steffi hat vor Schreck dann gleich die Kamera ausgemacht, aber es ist nichts passiert, ich kann euch beruhigen. Ja, die Shampooflasche, die hat ein bisschen gespritzt, sie förmlich angespritzt, aber es ist nichts passiert, außer einen Haufen Scherben, der hier lag, den wir jetzt aufgesammelt haben und den Rest fege ich jetzt noch zusammen. Und ja, das Ganze ist wirklich missglückt,
geglückt. Genau, so sagt man das. Und viele von euch haben wahrscheinlich gerade schon gesehen bei den Aufnahmen, dass hier eine zweite Ebene ist. Und ich habe noch mal ein paar, ja, man mag es glauben, ein paar Kopfbinder angebracht. Die haben wahrscheinlich hier keine große Bedeutung. Ich fand es nur lustig mit dem Fenster. Ne? Das dauerte so ein bisschen, bis das Ganze beplankt wird. Ich werde aber, also die sind neu gekommen. Und ich habe noch ein paar liegen. Das heißt, ich werde das Ganze noch mehr ausstatten. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Die Tür, die haben wir auch gleich hochgetragen. Das habe ich natürlich nicht gefilmt. Das ist ein bisschen langweilig zum Verhältnis von diesem Turm. Und ich mag diesen Blick einfach. Ich kann mich jetzt tausendmal da drinnen betrachten, beziehungsweise den Turm, einfach nur toll. Was ich jetzt nicht gefilmt habe, ist, an dem Tag haben wir alles mit Schraubzwingen festgemacht und ich hatte jetzt gerade eben, vor einer Stunde ungefähr, habe ich das Ganze nochmal mit 12 mm Schlossschrauben, Edelstahl-Schlossschrauben, komplett auf der Höhe haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Das heißt, 20, 12 mm Schlossschrauben halten das Ganze zusammen. Und das Ganze wird jetzt, upsala, die nächsten Tage ausgerichtet. Wie ihr merkt, ist hier echt wenig Platz und Stolpergefahr ziemlich groß. Das Ganze wird die nächsten Tage ausgerichtet. Und ich bin mir unsicher, das werdet ihr wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen. Und zwar ist es ja förmlich, oder es gibt ein Problem. Das Problem befindet sich nämlich hier auf dem Boden. Wir haben ja jetzt ein Gerüst, ein Skelett kann man sagen, aus Holz. Und ich habe die Unterseite hier lackiert. Das könnt ihr vielleicht hier so ein bisschen sehen, ne? So, und jetzt ist nämlich die Frage, ein paar Jungs, ein paar Zimmermänner haben gesagt zu mir, hey, pass auf, wenn jetzt hier Schnee liegt oder Wasser, das Holz, das zieht das Ganze förmlich an und dann hast du hier drin eine Verfärbung und das Schlimme ist, dass das Holz über die Zeit anfängt zu gammeln. Und das wollen wir natürlich nicht und jetzt ist die Frage an euch, ja, was kann ich dagegen machen? Ich habe mir jetzt eine Bitumfarbe, Streichfarbe bestellt, die ist wohl wasserfest. Das ist so eine zähe Substanz, um ein Dach beispielsweise abzudichten. Die könnte man jetzt darunter schmieren oder man nimmt Siebdruckplatten, schneidet die auf 60 zu, streicht die Kanten nochmal Anthrazit, damit man das nicht so sieht, legt die da drunter. Das Ganze wird ja nochmal mit dem Fundament miteinander fixiert. Das heißt, man könnte da schön durchbohren. Ja, oder sind die Bedenken Schwachsinn und ihr sagt, nee, da passiert gar nichts, ich kann das Ganze so lassen. Dann, man mag es kaum glauben, aber vielleicht seht ihr es ja schon, es hat sich so ein bisschen was an der Konstruktion verändert. Ich habe ein paar Kopfbänder mit eingearbeitet, beziehungsweise 12, 18 Stück nochmal. Und ja, ich bin vielleicht ein bisschen verrückt und diese zwei Kopfbänder hier, die sind vielleicht totaler Schwachsinn, aber ich finde die ganz schön, wenn man von innen reinguckt oder rausschaut, hat das Ganze so ein Feeling, als ob das ein kleines Dachlein wäre. Ich habe natürlich noch mal ein paar Kopfbänder in den Eckpunkten gesetzt und zwei habe ich noch übrig, die werde ich aber dann machen, wenn das Dach drauf kommt und ich das Ganze ausgerichtet habe. Sicherheit geht vor und ich finde, man kann nie genug Kopfbänder einbauen. Einbauen, einarbeiten. So, bin ein bisschen aufgeregt hier, weil ich werde beobachtet. Natürlich kann man hier drinnen schlafen. Also mein Plan ist, da oben zwei Schlafplätze zu haben und dann hier unten nochmal zwei zum Klappen irgendwie. Und natürlich werden wir beobachtet. Hier fahren nämlich, öffnen wir das Fenster, hier fahren nämlich ein paar Subfahrer vorbei und ein paar Boote. Das finde ich aber richtig cool und freue mich mega, weil auch viele mich ansprechen, was ich dann hier gerade treibe oder was das Ganze wird. Oder die kennen mich schon und sagen, ey, Mr. Handwerk, ja, komm mal her, hab ein paar Fragen, keine Ahnung. Ja, da gibt es so einen kurzen Schnack, freue ich mich immer sehr drüber. So, ich werde jetzt mich weitermachen. Also das Ausrichten werde ich jetzt noch nicht, das kommt im nächsten Video. Werde ich wahrscheinlich gar nicht so wirklich drauf eingehen. Ich werde das Ganze, weil es euch wahrscheinlich langweilt, ich werde das Ganze im Beton, also im Fundament, miteinander verankern, mit ganz, ganz langen Gewindestangen, das Ganze verkleben und so weiter und so fort. Und ja, und jetzt mache ich einfach Arbeiten. Ich werde die Brüstung hier auf der anderen Seite, die kann ich ja schon mal anbringen. Und darüber habt ihr ja schon ein Video gesehen, wie man sich so eine Brüstung selber machen kann. Ganz, ganz günstig übrigens. Ich habe hier diese tollen verzinkten Füße gefunden für wenig Geld. Und brauchst du ein paar, ja, ein bisschen Holz, ne? Und dann Zuschnitt, bisschen streichen, bisschen Fasen, dann streichen und dann zack, hast du eine Brüstung für wirklich wenig Geld. Weil ich habe mir ein paar angeschaut im Baumarkt, online und so weiter und so fort. Und da kostet der Meter oder die 2 Meter liegt bei 200-300 Euro. Und das war mir definitiv zu teuer. Und das Video werde ich dir jetzt mal hier verlinken. Und hier kommen wir zum nächsten Leuchtturmprojekt.
Und ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Lass es bitte mit einem Handwerker-Daumen nach oben da. Also zeig es mir mit einem Handwerker-Daumen nach oben. Und wenn du es noch nicht getan hast, unbedingt abonnieren. Denn ganz, ganz viele Zuschauer von euch, die gucken das Video zwar, haben aber noch nicht abonniert. So. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann solltest du abonnieren. Und wenn du mich kennenlernen willst, dann komm vorbei. So, ciao.